Willkommen zur fünften Woche Betriebssysteme und Rechnernetze im Sommersemester 2021. Letzte Woche, da hatten wir mit der Speicherverwaltung im Sekundärspeicher angefangen. Also ja, mit Speicherverwaltung auf Massenspeicher, also mit den Dateisystemen. Und wir hatten uns zuerst angeschaut die grundlegenden Begriffe der Dateisysteme. Das war zum Beispiel die Inodes und die Blöcke und die Cluster und die Metadaten, also die Verwaltungsinformationen der Dateisysteme. Und wir hatten angefangen mit der Blockadressierung. Blockadressierung ist ja die klassische Form der Adressierung bei den Dateisystemen von Unix-artigen Betriebssystemen. Wir hatten gesehen, da gibt es für jede Datei standardmäßig einen Indexknoten, den Inode. Und im Inode, da haben Sie die Metadaten der betreffenden Datei und alle bis auf den Dateinamen. Und wir haben gesehen, da werden auch die Cluster der Datei adressiert. Allerdings maximal 12 Stück und je nach Clustergröße kann man dann damit also üblicherweise zwischen 12 und 48 Kilobyte adressieren. Wenn eine Datei größer ist, dann steigt der Verwaltungsaufwand massiv an. Und der Grund ist einfach, dann muss man indirekt adressieren. Also dann brauchen wir zusätzliche Cluster, um Clusternummern zu speichern. Wir haben uns dann angeschaut, wie bei den Microsoft-Dateisystemen klassischerweise die Adressierung funktioniert. Und das ist mithilfe einer Datenstruktur der Dateizuordnungstabelle, die File Allocation Table. Und wir haben gesehen, dass wir hier einmal ein Stammverzeichnis haben. Da ist also für jede Datei, für jedes Verzeichnis, ist da ein Eintrag. Und da wird dann auf den ersten Cluster der Datei referenziert. Und in der File Allocation Table, da haben wir dann diese Clusterketten abgebildet. Also da ist dann für jeden Cluster des Datenträgers gibt es einen Eintrag, wo dann also definiert ist, wie ist der nächste zugehörige Cluster oder ist es das Ende der Datei oder ist der Datenträger an der Stelle beschädigt oder ist der Cluster noch frei verfügbar. Gut, wir hatten uns da verschiedene Versionen der FAT-Dateisysteme angeschaut. FAT 12, 16, 32 und auch die Erweiterung für die langen Dateinamen, das VFAT. Und als dann die Zeit rum war, hatte ich Ihnen gesagt, diese Woche machen wir weiter und schauen uns mal an, wie man so Dateisysteme analysieren kann. Also so einen ganz kleinen Einblick in die IT-Forensik, ja, also die Analyse von Dateisystemen. Das geht mit den Bordmitteln von Unix-Betriebssystemen sehr gut. Also ich habe hier jetzt mal so eine kleine Anleitung unter Linux auf dieser Folie. Und Sie sehen hier jetzt also im ersten Kommando mit dd, da erstellen wir also eine neue Datei und die Eingabedaten, IF, das speist sich aus Device Zero. Device Zero ist eine Datenquelle, also das liefert nur 0 Bits zurück und die Ausgabe soll dann also hier in die neue lokale Datei FAT32.dd stattfinden. Und hier geben wir also an, wie viele Daten und wir wollen hier 34 Pakete von je 1 Megabyte Daten, also 0 Bits, in diese neue Datei umleiten.
Wir sehen jetzt also auch, das passiert sehr schnell. Der Grund, warum das hier so schnell passiert, das findet ja erstmal nur im Hauptspeicher statt und wird ja dann also zeitverzögert zurückgeschrieben. Ja, deshalb ist dieser Wert hier also ein bisschen irreführend. Also meine SSD ist nicht wirklich so schnell. Dann erstellen wir mit Make-File-System FAT, damit erstellen wir ein FAT32-Dateisystem in dieser neuen Datei. Das funktioniert problemlos, also Sie können Dateisysteme auch in Dateien erstellen, so wie auf physischen Datenträgern. Und dann erstellen wir unser neues Verzeichnis und binden unsere Datei mit dem FAT32-Dateisystem als Loopback-Device ein. Das heißt, wir binden das also in die Dateisystemhierarchie ein, an dieser Stelle, also wo wir das neue Verzeichnis erstellt haben. Und jetzt können wir mit dem Befehl mount überprüfen, wurde das jetzt also korrekt eingebunden. Und wir sehen also hier, mit grep habe ich jetzt hier die Ausgabe gefiltert, dass jetzt also nur diese eine Zeile ausgegeben wird mit dem Suchmuster. Und wir sehen also hier in diesem Verzeichnis mount FAT32, da wurde unsere Datei also eingebunden als VFAT-Dateisystem, also FAT32 mit langen Dateinamen. Wir sehen hier noch einige Parameter, also Lese- und Schreibberechtigung liegt vor und wir sehen hier standardmäßige Dateirechte definiert. Wir sehen also die Definition der Zeichenkodierung für die Dateinamen und so weiter. Mit df kann man das auch überprüfen nochmal, wie viel Kapazität ist da jetzt. Und wir sehen also hier, da gibt er uns an, 33 Megabyte ist hier verfügbar. Und hier nochmal so eine Kontrolle. Wir sehen also, es sind keine Dateien jetzt auf diesem virtuellen Laufwerk, auf diesem Loopback-Device, in diesem neuen Dateisystem drin. Als nächstes wollen wir jetzt mal eine Datei erstellen und das machen wir jetzt hier mal mit dem Kommando echo. Mit echo kann man eine Zeichenkette auf der Shell ausgeben und Sie sehen also, ich leite diese Zeichenkette um in eine neue Datei. Dieses eine Größersymbol, das heißt nicht nur umleiten, sondern auch wenn es so eine Datei jetzt schon geben würde, würde sie überschrieben werden. Wenn ich jetzt zwei Größersymbole genommen hätte, dann würde es heißen, an eine bestehende Datei anhängen, wenn sie existiert. So, hier machen wir nochmal die Kontrolle. Wir sehen jetzt also hier diese neue Datei, die existiert und die hat jetzt also diesen Inhalt, diese Zeichenkette. Und mit ls-l können wir auch nochmal kontrollieren und dann sehen wir, diese neue Datei, sie existiert und wir sehen auch die Größe dieser Datei hier in Byte angegeben, 16 Byte. Und wenn wir jetzt mal uns den Inhalt angucken, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zeichen. Und noch eins, was wir jetzt nicht so sehen, nämlich das New Line. Mit dieser Umleitung hier haben wir automatisch auch ein New Line eingefügt. Also deshalb 16 Byte. Und jetzt lösen wir also dieses FAT32-Dateisystem aus unserer Dateisystemhierarchie mit uMount und kontrollieren dann nochmal mit dem Mount-Befehl und mit df, ob es auch wirklich weg ist. Ja, es ist weg. Und jetzt können wir uns dieses Image, also unser Dateisystem, jetzt können wir das mal analysieren. Und das funktioniert am besten mit einem Hex-Editor. Und Sie sehen also hier, ich habe hier den WX-Hex-Editor genommen unter Linux, jeder andere wäre natürlich genauso gut. Und hier sehen Sie, wie sowas dann aussieht. Das ist so typische Darstellung für einen Hex-Editor. Wir sehen also hier drei Spalten und diese Spalten, die zeigen natürlich alle die gleichen Daten an, nur in unterschiedlichen Darstellungen.
Wir sehen hier in der ersten Spalte, das ist also der Offset, das sind also die vorausgegangenen Byte. Und wir sehen also hier erste Zeile, Offset ist 0. Das heißt also, das ist der Anfang der Datei. In der zweiten großen Spalte hier, in diesem zweiten Bereich, da sehen wir die einzelnen Byte in hexadezimaler Darstellung. Und Sie wissen ja, das Hexadezimalsystem, das verwendet die Basis 16. Das heißt, wir können also mit einem Zeichen können wir also 4 Bit darstellen und für jedes Byte brauchen wir dann also zwei Hexzeichen. Ja, und hier in diesem dritten Bereich, in dieser dritten großen Spalte, da sehen wir also die einzelnen Bytes der Zeile in ASCII-Darstellung. Jetzt sehen wir hier also den Anfang unseres Images mit dem FAT32-Dateisystem. Und die etwas älteren Semester unter Ihnen, die früher vielleicht schon ein bisschen mit Betriebssystemen rumgespielt haben, die werden sich erinnern, wenn Ihr Bootmanager ein Problem hatte oder wenn Ihr Betriebssystem nicht mehr gestartet hat, dann hat man manchmal so eine Meldung hier bekommen. Ja, hier, this is not a bootable disk. Ja, please insert a bootable floppy and press any key or try again. Jetzt sehen Sie auch, wo diese Nachricht herkommt. Also wir sind hier jetzt im Bereich des Bootsektors. Ja, der Bootsektor, der erste Sektor auf dem Datenträger. Und hier haben wir einmal den Maschinencode, um das Betriebssystem aufzurufen, um es zu starten. Und wir haben hier auch einige Verwaltungsinformationen, einige Metadaten zum Datenträger. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter runter scrollen in der Datei, in dem Image, dann werden wir auch irgendwann zum Stammverzeichnis kommen, zum Root Directory. Und da müssen wir jetzt für unsere neue Datei, die wir erstellt haben, auch den Eintrag finden. Und Sie erinnern sich vielleicht noch letzte Woche, wir hatten uns angeschaut die Struktur der Einträge im Stammverzeichnis. Wir hatten gesagt, jeder Eintrag hier ist jeder Eintrag hier ist Ganz 32 müde, Byte lang. ganz müde und zerknittert. Müsste ich dich jetzt wachkuscheln? Ist ja toll. Eine Frage? Ah, und das ist noch gar nichts zu tun. Ich glaube, keine Frage. Okay, und wir sehen also hier die Einträge, die sind also 32 Byte lang. Und Sie erinnern sich vielleicht noch am Anfang, da haben wir ja diesen Dateinamen dieser klassischen Darstellung 8 plus 3 und dann haben wir also ein Attributfeld, also ein Byte, wo dann also definiert ist mit Hilfe von Flags, ist es eine Datei oder ein Verzeichnis, ist es nur lesbar oder auch beschreibbar und so weiter. Und wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, diese Einträge, dann sehen wir also hier, zwei Zeilen, das ist immer zu einem Eintrag im Stammverzeichnis gehörend. Ja? Jede Zeile hier sind ja 16 Byte in der Darstellung. Und wir sehen jetzt also hier zum Beispiel dieser zweite Eintrag hier, das ist also jetzt für diese Datei, ja, lies mich Text. Da sehen wir also dann erstmal die 8 Byte für diesen Dateinamen und dann nochmal 3 Byte für die Endung. Und hier als 12. Feld, da sehen wir dann also dieses Attributfeld und da ist dann also definiert, dass es eine ganz normale Datei ist. Der Eintrag oben drüber, der gehört zur gleichen Datei, das ist dann dieser Long File Name Eintrag. Ja? Wir sehen hier als Attributfeld 0f, das heißt also die ersten 4 Bit dieses Bytes haben den Wert 0 und die letzten 4 Bit haben, haben alles den Wert 1. Und Sie erinnern sich vielleicht noch bei dieser VFAT-Erweiterung, da wird dann also für jede Datei nochmal mindestens ein Pseudo-Eintrag hier erstellt, wo dann also nur der Dateiname in Unicode-Codierung realisiert ist und da gibt es also bis zu 20 Einträge, je nachdem, wie lang also der Dateiname ist.
Gut, so viel also zum Stammverzeichnis. Das sind also diese beiden Einträge jetzt für diese eine Datei. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen, dann sehen wir hier auch den Inhalt dieser Datei. Ja, wir sehen hier also den String Betriebssysteme und das New Line. Hier ein bisschen komisch kodiert, aber das ist es. Und das ist also dann der Inhalt dieser Datei. Und so kann man also Dateisysteme recht gut analysieren, wenn man die Struktur kennt oder wenn es also eine Dokumentation gibt. Wenn es keine Dokumentation gibt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber Sie sehen, so kann man diesen Betriebssystem-Images oder Dateisystem-Images also auf den Zahn fühlen. Ja, als letztes FAT-Dateisystem noch ganz kurz habe ich noch hier eine Folie. Das ist das jüngste dieser FAT-Dateisysteme, das XFAT. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem haben, dann werden Sie das schon gesehen haben, dass Sie also Ihre Datenträger auch damit formatieren können, die USB-Sticks üblicherweise. Dieses Dateisystem ist so eine typische Geschichte aus der Informatik. Es ist eigentlich gar nicht so jung, also es ist schon 15 Jahre jetzt alt. Ein Grund, warum es sich bislang nicht auf breiter Front durchsetzen konnte. Es war lange Zeit sehr schwach nur dokumentiert. Es gab auch keinen offiziellen Quellcode bis 2013, soviel ich weiß, der veröffentlicht wurde. War also rein proprietär. Und lange Zeit musste man dann auch eine Lizenz haben, wenn man jetzt Produkte damit herausbringen wollte. Es war also patentrechtlich auch schwierig und erst seit 2019 gibt es da also keine Hindernisse mehr. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die allermeisten USB-Sticks oder Flash-Speicherkarten nach wie vor mit FAT32 formatiert sind und es wird wahrscheinlich auch noch längere Zeit so sein, weil das FAT32, das läuft halt einfach überall, ja, auch in jedem Autoradio und in jedem DVD-Player und jeder Kamera und dergleichen. Ja, bei diesem XFAT, wahrscheinlich mache ich mich jetzt total lächerlich, weil ich es immer falsch ausspreche, da kann man jetzt tatsächlich alle 2 hoch 32 Cluster adressieren. Das heißt also, einmal ist der Adressraum größer, bei dem FAT32 waren es ja nur 2 hoch 28. Und die Clustergröße hat sich geändert, also die Cluster können jetzt auch deutlich größer werden. Das heißt also, es können theoretisch sehr große Datenträger damit formatiert werden. Es sind auch in der Theorie also sehr große Dateien möglich. Und ja, wo wird es eingesetzt? Halt üblicherweise bei mobilen Flash-Speichern größer 32 GB. Dafür ist es auch eigentlich entwickelt worden, mit dem Hintergedanken, man will weniger Schreibzugriffe haben. Weniger Schreibzugriffe als bei anderen modernen Dateisystemen, zum Beispiel dann aus der Windows-Welt bei dem NTFS, da kommen wir dann gleich noch drauf. Da gibt es dann also ein Journal und ein Journal erhöht immer die Anzahl der Schreibzugriffe. Ist also für die Lebensdauer von Flash-Speicher nicht so gut eigentlich. Wir sehen, das Dateisystem hat große Ähnlichkeit zu den anderen FAT-Dateisystemen. Wir haben erstmal hier einen Bootbereich, der heißt jetzt hier ein bisschen anders, Volume Boot Record, und der hat auch am Anfang einen Boot-Sektor und hat dann also auch noch weitere Sektoren, um weitere Boot-Sektor-relevante Informationen unterzubringen. Und diese ersten 12 Blöcke oder Sektoren, wie sie in der Microsoft-Dokumentation vorzugsweise genannt werden, die werden üblicherweise gespiegelt. Also es gibt eine Sicherheitskopie dieser ersten 12 Sektoren. Und was auch noch ganz interessant ist, für diesen Bootbereich gibt es immer am Ende einen Sektor mit einer Prüfsumme. Also es gibt immerhin hier eine
kleine Verbesserung hinsichtlich Datensicherheit, weil diese Informationen, das sind ja die relevantesten Metadaten, sagen wir mal, die relevantesten Verwaltungsdaten für das Dateisystem, und die sind immerhin dann mit einer Prüfsumme nochmal abgesichert. Als dritten Bereich haben wir die Dateizuordnungstabelle, die FAT, und üblicherweise aber nur eine. Normalerweise hatten wir ja immer nochmal eine gespiegelte FAT. Ist jetzt hier standardmäßig nicht der Fall. Und als letzten Bereich haben wir dann also hier den Bereich für die Cluster der Dateien. Und was auch noch ganz interessant ist, diese beiden Bereiche, die haben also auch keine feste Position. Das heißt, es könnte hier also auch schon Lücken geben. Ja. Die sind also variabel und die sind also, wo die also anfangen und wie groß die sind, das ist also im Bootsektor hier definiert. Ja, wie schon gesagt, die Cluster können also sehr groß werden. Ob das jetzt allerdings dann immer so sinnvoll ist, so große Cluster zu haben, das sei jetzt mal dann dahingestellt. Gut, lassen wir die FAT-Dateisysteme hinter uns. Schauen wir uns ein anderes Thema an, moderneres Thema zu den Dateisystemen. Und das versucht, die Problematik der Schreibzugriffe zu lösen oder zumindest abzumildern. Und das ist das Thema Journaling. Ja, was ist Journaling? Journaling heißt, das Dateisystem führt ein Journal über die Schreibzugriffe, die also im Dateisystem durchgeführt werden sollen. Und der Hintergedanke ist, Dateisysteme sollen ja immer in sich konsistent sein. Und wenn wir also einen Schreibzugriff haben, dann heißt es ja, wir wollen also ein Dateisystem in einem konsistenten Zustand, in einen anderen konsistenten Zustand überführen. Und wenn es dabei zu einem Problem kommt, dann haben wir unter Umständen halt ein inkonsistentes Dateisystem und das ist schlecht. Wir haben es ja so ansatzweise gesehen bei den FAT-Dateisystemen, wenn das Dateisystem in sich nicht mehr konsistent ist, also wenn die Verwaltungsdaten nicht mehr zu den Dateiinhalten zusammenpassen und man arbeitet dann weiterhin mit dem Dateisystem, dann verschlimmern sich die Probleme. Dann wird es also drastischer, dann verliert man deutlich mehr Daten, als wenn es also zügig korrigiert wird. Und um also das abzumildern, gibt es dann also dieses Journal. Und es hat noch einen anderen Hintergedanken. Dateisysteme müssen regelmäßig auf Konsistenz hin überprüft werden. Und wenn also ein Dateisystem sehr groß ist, dann dauert auch diese Konsistenzprüfung üblicherweise sehr lang. Besser ist es, man kann die Menge der zu überprüfenden Daten eingrenzen. Wenn man ehrlich ist, muss man ja nur das überprüfen, wo in letzter Zeit geschrieben wurde oder wo also Schreibzugriffe vermutlich stattgefunden haben. Und das kann man auch mit so einem Journal eingrenzen, weil da ja die Schreibzugriffe gesammelt werden. Ja, also wir haben also quasi zwei Ziele: mehr Datensicherheit und schnellere Konsistenzprüfung. Ja. Und Dateisysteme, die also über diese Schreibzugriffe Buch führen, das sind dann also, das ist die Gruppe der Journaling File Systems, der Journaling Dateisysteme. So ein Journal ist natürlich nicht unendlich groß, also es hat eine maximale Menge von Einträgen und wenn die also erreicht ist, dann müssen also die Schreibzugriffe in einem Rutsch durchgeführt werden oder es gibt Systemaufruf, der kann automatisiert oder manuell erfolgen, dass also jetzt diese Schreibzugriffe durchgeführt werden. Zum Beispiel, wenn ein Dateisystem ausgehängt wird aus der Dateihierarchie oder wenn die Betriebssysteminstanz runtergefahren wird.
Wenn es zu einem Absturz kommt, also wenn es ein Problem gab, dann müssen natürlich alle Einträge im Journal überprüft werden, aber das ist natürlich deutlich weniger als jetzt das ganze Dateisystem überprüfen auf Konsistenz hin. Jetzt haben wir erstmal nur Vorteile gesehen, also das, so ein Journal ist offensichtlich eine gute Sache, allerdings hat es auch Nachteile. Der große Nachteil ist, es ist negativ für die Leistungsfähigkeit, also für die Performance, weil wir führen ja Schreibzugriffe jetzt doppelt durch und je nach Datenträger, also wenn wir jetzt an Flash-Speicher denken, dann verringern wir damit ja natürlich auch die Lebenszeit, weil bei Flash-Speicher, das wissen Sie ja, jeder Schreibzugriff, jede Schreib- oder Löschoperation schadet ja den Speicherzellen. Es gibt unterschiedliche Formen des Journalings, unterschiedlich hinsichtlich der Daten, die also vom Journal abgedeckt werden. Und dementsprechend unterscheidet man also Metadaten-Journaling und das sogenannte vollständige Journaling. Wie es der Name eigentlich schon impliziert, also bei Metadaten-Journaling, da ist es also so, dass nur die Verwaltungsinformationen, also die Metadaten, die Informationen in den Inodes, die werden vom Journal abgedeckt, also die Änderungen daran. Das heißt, deren Konsistenz ist also eigentlich garantiert, auch nach einem Absturz, weil das kann ja dann wiederhergestellt werden durch die Informationen aus dem Journal oder die Änderungen korrekt durchgeführt werden. Und das funktioniert dann natürlich nach dem Write-Back-Prinzip. Das heißt also, wenn das Journal geschlossen wird, also wenn jetzt angewiesen wird, die Änderungen sollen synchronisiert werden mit dem System auf Ruf Sync, dann werden also diese Änderungen wirklich durchgeschrieben. Metadaten-Journaling ist für die Performance sehr positiv. Konsistenzprüfungen dauern nur wenige Sekunden maximal, weil die Metadaten, das ist ja nur eine geringe Datenmenge. Und nachteilig ist dann allerdings die Inhalte der Dateien, die sind natürlich nicht vom Journal abgedeckt. Und wenn Sie jetzt da neue Dateiinhalte hatten oder Änderungen an Dateien, die sind dann unter Umständen nach einem Absturz sind die weg. Dieses Metadaten-Journaling ist eine optionale Form des Journalings bei mehreren Dateisystemen, zum Beispiel bei Extended 3 und 4. Extended 4 ist ja, denke ich, immer noch das meistverwendete Dateisystem unter Linux-Betriebssysteminstanzen. Auch bei ReiserFS war das optional. ReiserFS war zeitgleich mit Extended 3 sehr populär, ist jetzt eigentlich nur noch Nischen, findet man noch ganz selten, also in Nischenanwendungen vielleicht. Und bei NTFS unter Windows und auch bei XFS, das ist auch ein sehr leistungsstarkes Dateisystem aus der Unix-Welt, da gibt es also ausschließlich Metadaten-Journaling. Das andere Extrem ist dann das vollständige Journaling und wie es der Name schon impliziert, also hier werden also alle Änderungen am Dateisystem vom Journal abgedeckt. Das heißt aber dann auch, es muss wirklich alles immer doppelt geschrieben werden. Also alle Metadatenänderungen, alle Clusteränderungen von Dateiinhalten, es muss alles doppelt geschrieben werden. Der Aufwand ist dann natürlich immens. Ja. Allerdings ist es natürlich auch der bestmögliche Schutz für die Konsistenz der Dateisysteminhalte. Das ist auch eine optionale Form des Journalings bei Extended 3 und 4 und zum Beispiel bei ReiserFS. Das heißt also, wenn wir uns jetzt diese beiden Formen des Journalings anschauen, dann haben wir eigentlich so die Wahl, was ist uns lieber? Möglichst hohe Datensicherheit oder möglichst gute Performance.
Ist alles nicht so toll, ja, auf den ersten Blick. Es gibt noch eine dritte Variante. Es gibt sozusagen einen Kompromiss. Ein Kompromiss, der wahrlich nicht nur Fans hat. Und das ist das sogenannte Ordered Journaling. Ja, das Ordered Journaling ist die standardmäßige Einstellung bei den meisten Dateisystemen, die also Journaling implementieren. Und die Standardeinstellung bei den meisten Linux-Distributionen. Sie können das, wenn Sie ein Dateisystem einbinden, dann können Sie angeben als Mount-Parameter, was wollen Sie für ein Journaling haben. Ja. Und bei diesem Ordered Journaling, da ist es also so, es ist einmal Metadaten-Journaling, das heißt also nur die Änderungen an den Verwaltungsdaten, an den Metadaten der Dateien werden berücksichtigt. Aber, und jetzt wird es ein bisschen schräg, wenn es Änderungen gibt im Dateisystem, dann werden die erst durchgeführt und dann erst werden die Änderungen an den Metadaten dieser Dateien ins Journal geschrieben. Das ist wahrscheinlich die Vorgehensweise, auf die man intuitiv nicht unbedingt kommen würde. Hat allerdings einige Vorteile. Also erstmal hat man immer noch den Geschwindigkeitsvorteil des Metadaten-Scheduling im Gegensatz zum vollständigen Journaling. Jetzt habe ich Scheduling gesagt, des Metadaten-Journaling gegenüber dem vollständigen Journaling. Man hat allerdings natürlich auch noch den Nachteil, dass nur die Konsistenz der Metadaten garantiert ist, aber bei mehreren Anwendungsszenarien ist das nicht so schlimm, also Anwendungsszenarien, die man sich denken kann. Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine neue Datei erstellen. Die Cluster der Datei wurden jetzt schon beschrieben, aber die Metadaten sind noch nicht im Journal angekommen. Jetzt kommt es zum Absturz. Was passiert? Die neue Datei ist quasi weg. Die hat quasi nie existiert, weil die Metadaten, die wurden ja nicht abschließend geschrieben. Für die neue Datei ist es jetzt natürlich bedauerlich, aber das Dateisystem ist immer noch in sich konsistent. Anderes Szenario. Sie haben eine bestehende Datei und wollen da was anhängen. Ja, zusätzliche Dateiinhalte. Die zusätzlichen Cluster, die wurden jetzt beschrieben, aber die Änderungen an den Metadaten sind noch nicht durchgeführt worden oder sind noch nicht im Journal angekommen. Wenn es jetzt zum Absturz kommt, dann haben Sie immer noch die alte Datei in einem konsistenten Zustand. Nur die zusätzlichen Inhalte, die haben quasi nie stattgefunden. Das heißt also, Sie können natürlich Sie können Daten verlieren, aber bei mehreren typischen Anwendungsfällen bleibt die Konsistenz des Dateisystems gesichert. Ist trotzdem eine etwas schräge Herangehensweise. Es gab da auch in der Vergangenheit durchaus leidenschaftliche Diskussionen. Kann man im Internet gut nachverfolgen. Sogar jemand wie der Linus Torvalds hat öfters mal gesagt, er findet es blöd, ja, und er versteht es auch nicht so richtig, was es bringen soll. Es hat sich aber tatsächlich durchgesetzt. Ja. Es ist bei verschiedenen Journaling-Dateisystemen die einzige Variante des Journalings, die es gibt, und bei mehreren also die standardmäßig verwendete Variante. Ja, so viel zum Journaling. Ich würde Ihnen gerne noch zwei moderne Konzepte aus dem Bereich Dateisysteme vorstellen. Das Journaling war jetzt schon mal relativ modern, also ich würde mal sagen so aus den letzten 20 bis 15 Jahren. Es gibt auch noch zwei andere moderne Konzepte, die sich auch nicht widersprechen. Im Gegenteil, das kann man also gut kombinieren. Das ist einmal die Extents. Und einmal Copy on Write. Zu den Extents, wir haben ja gesehen,
der Verwaltungsaufwand bei der Blockadressierung war für große Dateien immens. Ja, Sie erinnern sich vielleicht, die Dateisysteme bei Unix-artigen Betriebssystemen, die Blockadressierung implementieren, die also Cluster auf dem, die Cluster also adressieren. Wenn wir da jetzt also mehr Cluster adressieren, als wir direkt in den iNodes adressieren können, dann explodiert quasi der Verwaltungsaufwand. Ja, also hier bei dem Extended-Dateisystem zum Beispiel, hier bei einer Clustergröße von 1 Kilobyte, da können wir dann also 12 Cluster, also 12 Kilobyte direkt aus dem iNode adressieren. Ansonsten muss es also indirekt geschehen und Sie erinnern sich vielleicht noch, maximale Clustergröße entsprach der Page Size, also der Seitengröße, und die Seitengröße ist ja in der Regel bei uns 4 Kilobyte, also mehr wie 48 Kilobyte können wir aus einem iNode nicht direkt ohne indirekte Adressierung adressieren. Das war vor 30 Jahren, wo die meisten Dateien einfach sehr klein waren, jetzt kein so großes Problem, aber heutzutage, da haben wir ja auch sehr große Dateien und da wird es schon als Problem wahrgenommen. Und Frage ist halt, wie kann man diesen Verwaltungsaufwand reduzieren, ohne jetzt die Dateisysteme komplett auf den Kopf zu stellen. Ja, Sie wissen ja auch, es gibt ja dieses Primat der Rückwärtskompatibilität, also es soll ja möglichst viel eigentlich ähnlich oder gleich bleiben. Und das hat man also mit Hilfe dieser Extends geschafft. Extend heißt, wir adressieren jetzt nicht einzelne Cluster aus den Metadaten, aus dem iNode zum Beispiel, sondern wir adressieren große zusammenhängende Bereiche auf dem Speichergerät und diese Bereiche, die sind also deckungsgleich mit Bereichen innerhalb der Datei. Das heißt, wir brauchen jetzt also nicht ganz viele Clusternummern, sondern wir brauchen pro Bereich, pro Extent, brauchen wir also drei Werte. Wir brauchen hier die erste Clusternummer des Bereichs in der Datei, die erste Clusternummer des Extents in der Datei. Wir brauchen die Größe, also die Anzahl der Cluster, und wir brauchen die erste Clusternummer auf dem Datenträger. Dann haben wir hier also quasi gespiegelt, dann haben wir also hier den gleichen Bereich abgebildet. Das ist dann ein Extent. Ja? Und so können wir also sehr große Datenbereiche mit drei Werten adressieren. Sie sehen aber auch auf den ersten Blick schon, wo ist der Nachteil. Also diese Extents, die müssen natürlich am Stück vorliegen. Ja, die können nicht fragmentiert sein. Ja, wenn Sie jetzt einen sehr stark fragmentierten Datenträger haben, dann können Sie also nur kleine Extents natürlich in die Lücken reinpacken. Oder Sie müssten wieder defragmentieren, aber das ist ja auch blöd. Nichtsdestotrotz, Bereiche adressieren ist weniger Verwaltungsaufwand wie einzelne Cluster, das heißt also weniger Verwaltungsaufwand. Und diese Extent-basierte Adressierung, die hat sich auch in den letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen, durchgesetzt. Das ist Stand der Technik bei den meisten modernen Dateisystemen, bei den meisten modernen Betriebssystemen. Also bei NTFS. Und bei Extended 4. Extended 4 ist einfach nur ein Extended 3 mit Extents. Ne? Und Extended 3 war eigentlich nur ein Extended 2 mit Journal. Schauen wir uns jetzt mal hier an, wie das realisiert wird am Beispiel von Extended 4. Ich habe ja schon gesagt, mehrfach, immer wieder, also es darf sich ja im Prinzip nicht viel ändern, sonst schreien die Kunden und die Benutzer. Und hier schauen wir nochmal hier diesen Auszug aus dem iNode. Wir sehen hier also unsere 15 Clusteradressen, davon also 12 direkt adressierbar. Wir sehen also bei 4 Kilobyte Clustergröße können wir jetzt hier 12 mal 4, 48 Kilobyte direkt adressieren. Und mit Hilfe dieser 15 Felder im iNode, ja, 15 mal 4 Byte, wollen wir jetzt also möglichst viele Extents adressieren.
Und wie hat man das dann gemacht bei Extended 4? Man hat diese 15 Felder genommen, und hat also die ersten 12 Byte als Header-Informationen genommen und hat dann also mit den restlichen mit den restlichen 4x12 Byte hat man dann also bis zu 4 Extents realisiert, die also dann direkt hier adressiert werden können. Und wir sehen also, pro Extent haben wir hier im Inode 4 Byte für die erste Clustern, für die Nummer des ersten Clusters in der Datei, also den Start des Extents. Dann haben wir hier 2 Byte für die Anzahl der Cluster im Extent. Und dann haben wir 6 Byte für die Nummer des ersten Clusters des Extents auf dem Datenträger. Und damit können wir jetzt also hier ein Extent adressieren, und das haben wir also hier viermal. Und mit der Anzahl der Cluster hier, also es sind ja 16 Bit, damit können wir 2 hoch 15 Cluster direkt adressieren, je Extent, ja. Und damit haben wir also dann 2 hoch 15, damit haben wir also 128 MB pro Extent. Ja, das heißt, wir können also im besten Fall, wenn wir also so große zusammenhängende freie Bereiche auf dem Datenträger haben, dann können wir also im besten Fall bis zu 512 MB direkt aus dem Inode adressieren. Wenn wir das jetzt vergleichen mit den 48 Kilobyte, die also vorher mit der Blockadressierung möglich waren, dann ist es natürlich eine gewaltige Verbesserung, eine gewaltige Reduktion des Verwaltungsaufwands. Aus solchen Werten hier ergibt sich dann auch zum Beispiel hier die maximale Partitionsgröße. Ja, also wenn wir jetzt hier 2 hoch 48 als Adressraum haben für die Clusternummern, dann können wir also hier mit 4 Kilobyte Clustergröße ein Exabyte adressieren. Also das ist natürlich dann auch schon ziemlich große Mengen. Weiterer Vorteil von den Extents: wir haben ja gesehen bei der Blockadressierung, wenn jetzt eine Datei also mehr Cluster braucht als direkt adressierbar sind, dann muss man also indirekt adressieren. Das geht natürlich mit den Extents genauso. Also wenn Ihnen jetzt 512 MB oder 4 Extents nicht ausreichen, dann wird also auch hier indirekt adressiert, aber dann wird halt nicht auf einen Cluster verwiesen, sondern dann wird auf einen weiteren Extent verwiesen. Und ja, also in dem kann man dann also auch wieder auf weitere Extents verweisen. Also es skaliert sehr gut. Ja, Sie brauchen sehr wenig Verwaltungsaufwand, um auf große Datenmengen zu verweisen, um große Datenmengen zu adressieren. Schauen wir uns noch ein anderes Dateisystem mit Extents an, eins, mit dem Sie wahrscheinlich auch viel Erfahrung haben. Das ist das NTFS. Das NTFS ist ja schon ziemlich lange, weit über 2 Jahrzehnte, das Standarddateisystem unter Windows. Und dieses NTFS, das steht für New Technology File System, und das existiert eigentlich in vielen verschiedenen Versionen. Und diese vielen verschiedenen Versionen, diese Varianten, die sind also teilweise miteinander kompatibel, und die waren sehr lange nur mangelhaft dokumentiert. Das war auch der Grund, warum es da nur sehr lange keine guten freien Treiber für gab. Dieses NTFS war auch sehr schwierig zu analysieren, weil es also einige Features hat, die man also wirklich nur schwer mit einem Hex-Editor nachvollziehen kann, zum Beispiel transparente Kompression oder transparente Verschlüsselung. Also sowas jetzt ohne Dokumentation zu reimplementieren, ist natürlich schwierig. Wir haben einige moderne Features hier, ja, zum Beispiel die Extents. Wir haben
Unterstützung für sehr große Partitionen, für sehr große Dateien. Wir haben auch eingebaut diese Unterstützung für diese langen Dateinamen natürlich. Und was ganz interessant ist, wie der Hersteller, wie die Firma Microsoft das mit den Metadaten, mit den Verwaltungsdaten hier handhabt. Es ist ganz anders wie bei den Unix-artigen Dateisystemen. Wir haben hier eine Hauptdatei, die Master File Table. Und da haben wir die ganzen Verwaltungsdaten drin liegen. Also einmal die Größe und Typ, Datum und also diese ganzen Metadaten. Und natürlich auch die Referenzen zu den Dateiinhalten, also zu den Clustern. Diese Einträge in der Master File Table, die sind 1 Kilobyte groß. Und die Metadaten, das ist also nicht so viel, das sind so um die 100 Byte. Und wenn jetzt eine Datei kleiner gleich 900 Byte ist, dann können die Inhalte der Datei also auch direkt in der Master File Table bei den Metadaten gespeichert werden. Das heißt also, für sehr kleine Dateien ist der Verwaltungsaufwand sehr gering und für sehr kleine Dateien gilt das Dateisystem also auch als extrem performant. Wenn so ein Dateisystem erstellt wird, dann wird automatisch zu Anfangs des Datenträgers, kann ja auch ein virtueller Datenträger sein, also der Partition, werden, bisschen schräg jetzt, 12,5% der Größe reserviert für die Master File Table und in diesem Bereich kann sie dann also wachsen. Wenn diese 12,5% nicht ausreichen würden, könnte sie auch fragmentiert werden. Und dann würde man also im hinteren Bereich des Adressraums noch Fragmente der Master File Table finden. Das wäre natürlich bei Flash-Speicher auch kein Problem. Ja, weil Sie wissen ja, bei Flash-Speicher, da gibt es ja jetzt keine Wartezeiten für irgendwelche Lese-Schreibarme oder so. Also da ist ja die Zugriffszeit für jeden. Für jede Adresse immer gleich. Schauen wir uns hier die Struktur ein bisschen grafisch an. Also wir sehen hier die Struktur des Dateisystems in einer Partition. Wir sehen am Anfang den Bootsektor, wir sehen den reservierten Bereich für die Master File Table und die wächst also hier in diesem reservierten Bereich. Was auch noch ganz interessant ist, für die ersten Sektoren, also für die wichtigsten Sektoren der Master File Table, gibt es einen Spiegel, ein Backup, eine Sicherungskopie in der logischen Mitte der Partition, also vom Adressraum her gesehen. Und die Bereiche links und rechts davon, also das ist dann also der Bereich für die Dateiinhalte, für die Cluster, auf die dann referenziert wird. Wenn wir jetzt eine kleine Datei haben, dann haben wir ja gesagt, dann kann also, wenn es weniger als 900 Byte sind, dann kann also der Inhalt direkt im Master File Table Eintrag abgelegt werden. So sieht es dann aus. Also wir haben hier am Anfang die Metadaten, wir haben die Dateiattribute, Dateiname, Zugriffsrechte. Und wenn es also eine größere Datei ist, dann wird auf Extents referenziert, dann werden Extents adressiert. Wir sehen also hier in diesem Bereich für die Dateiinhalte, da haben wir jetzt also Verweise auf die Extents und auch hier ist es wieder so, wir brauchen ja nur drei Werte. Anfangsbereich in der Datei, also Anfangsclusternummer in der Datei, Anzahl der Cluster und Clusternummer des ersten Clusters auf dem Datenträger. Ja, ich habe das hier mal als Beispiel. Wir haben hier drei Extents, die also zu dieser Datei gehören. Und Sie sehen hier erste Clusternummer in der Datei. Das ist in dieser Benennung der Firma Microsoft, des Herstellers, ist es dann diese Virtual Cluster Number und die erste
Clusternummer dann auf dem Datenträger. Das ist dann hier diese Logical Clusternummer in der Benennungsform des Herstellers. Und so wird dann also auf die Extents adressiert. Ja, und die Verzeichnisse sind genau wie bei den Unix-artigen Dateisystemen, also auch einfach Dateien. Und die enthalten dann also, wie bei den Unix-artigen Dateisystemen, oder Unix-artige Dateisysteme ist eigentlich falsch, also bei den Dateisystemen für Unix-artige Betriebssysteme, so enthalten die also auch hier dann als Dateiinhalt einfach die zugehörigen eindeutigen Adressen, also in dem Fall jetzt diese eindeutigen Master-File-Table Eintragsnummern. Ja, noch ein letztes modernes Dateisystemkonzept möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Da gibt es also eine, da habe ich nur eine Folie dazu. Das ist Copy on Write. Also Copy on Write ist das modernste, was es im Bereich Dateisysteme gibt seit guten 10 Jahren, 10, 15 Jahren. Die Idee ist im Prinzip vergleichbar mit einem Quellcode-Repository. Ja, sie schmeißen alte Versionen von Dateien nicht automatisch weg, sondern wenn sie genug Speicherkapazität haben, bleiben die erhalten, können also rekonstruiert werden. Ich habe das mal hier so ein bisschen grafisch dargestellt. Wenn wir jetzt eine Datei haben, die verweist hier auf 4 Cluster und jetzt wollen Sie ein Abbild erstellen, also ein Snapshot, das geht sehr, sehr schön, sehr platzsparend mit diesem Copy-on-Write-Dateisystem, dann wird also ein zusätzlicher Dateieintrag erstellt in den Verwaltungsdaten, der also auf die gleichen Cluster verweist. Und wenn jetzt also ein Cluster überschrieben wird, dann heißt es im Prinzip, es wird ein neuer Cluster erstellt. Der alte bleibt erhalten. Und wenn auch wenn jetzt ein Cluster gelöscht wird, dann bleibt er erhalten, solange genug Platz da ist. Und neue Cluster haben also keine Auswirkungen auf die Snapshots, auf ältere Snapshots. Das heißt, so wie bei einem Quellcode-Repository können Sie also in der Zeit zurückgehen. Ja. Und weil das also hier auf Cluster-Ebene geschieht, ist es also sehr effizient. Es gibt mehrere Dateisysteme, die es implementieren. Zum Beispiel das ZFS, das kam ursprünglich von Sun und ist dann also bei Oracle gelandet, so als Sun aufgekauft wurde. Ist von der Entwicklungsgeschichte her das am meisten fortgeschrittene Copy-on-Write-Dateisystem, würde ich sagen. Ist allerdings lizenzrechtlich nicht so wahnsinnig kompatibel mit dem Linux-Kernel. Es gibt da auch eine, ja, man kann unter der Hand sagen, eine Reimplementierung dieses ButterFS oder BetterFS, wird mal so genannt. Es gilt immer so als das zukünftige Standard Dateisystem unter Linux, aber das gilt schon seit über 10 Jahren. Also es gibt schon einige Linux-Distributionen, die es als Standarddateisystem jetzt nehmen, zum Beispiel das Fedora. Und hier dieses ReFS. ReFS ist eine Entwicklung von Microsoft, die aber auch nur sehr schleppend vorankommt. Also unter professionellen Windows-Lizenzen, also Server-Lizenzen oder Workstation-Lizenzen, können Sie das jetzt schon nehmen. Vielleicht ist das zukünftige Standard-Dateisystem unter Windows, aber kann auch noch ein paar Jahre dauern. Also so bei den ganz normalen Endbenutzer-Windows-Versionen, da ist es in der Regel nicht dabei. Ja, aber das ist schon eine positive Entwicklung. Also natürlich, Copy-on-Write ersetzt kein Backup, aber wenn Sie auf Dateisystemebene in den Versionen zurückgehen können, dann können Sie natürlich auch
Fehler einfach rückgängig machen. Ja? Also wenn Sie jetzt eine Änderung hatten oder Sie haben was installiert und Sie wollen das einfach wieder rückgängig machen, dann können einfach die alten Klassen, also kann der alte Zustand wiederhergestellt werden. Als letztes Thema zu den Dateisystemen, was ich Ihnen zeigen möchte, habe ich noch hier den Cache. Ja, Cache begleitet uns ja immer im Bereich Betriebssysteme. Also wir hatten Cache auf der Hardware, Cache in der Hardware, in der CPU, auf dem Mainboard, Cache zur Beschleunigung der Datenzugriffe im Primärspeicher. Und wir haben aber auch Cache für die Dateisysteme. Das ist bei den allermeisten Betriebssystemen Stand der Technik. Diese Dateisystem-Caches, die werden meistens Page-Cache genannt, Seiten-Cache. Manchmal werden sie auch Buffer-Cache genannt. Das ist dann aber in der Regel das Gleiche. Und es ist so, also wenn Sie auf eine Datei lesen, zugreifen wollen, dann schaut der Betriebssystemkern also immer erst in diesem Page Cache. Der Page Cache ist im Hauptspeicher abgebildet. Da schaut er, ob diese Datei, also die Seiten dieser Datei vorliegen. Und wenn nicht, dann muss also erst in den Page Cache reingeladen werden. Das ist also eine deutliche Beschleunigung der Zugriffe auf Dateisysteme. Und natürlich, wie bei jedem Cache, gibt es auch hier das Problem, er ist quasi immer voll. Ja, also Daten, die also jetzt in der Vergangenheit nicht mehr so häufig angefragt wurden, die müssen dann also verdrängt werden, um Platz zu schaffen für neue Einträge, für neue Dateiinhalte. Und auch hier ist es wieder so, man kann es natürlich nicht voraussagen, was wird jetzt am besten verdrängt, also diese ganzen Seitenersetzungsstrategie Themen, die wir uns angeschaut haben im Foliensatz 2, diese ganzen Dinge gelten natürlich auch hier. In der Regel arbeiten diese Page Caches nach dem Write-Back-Prinzip. Das heißt also, Änderungen werden erst durchgeschrieben, wenn es also zu einer Verdrängung kommt. Das erhöht natürlich die Performance deutlich. Allerdings kannst du natürlich auch zu Inkonsistenzen kommen, wenn das Betriebssystem abstürzt, ist klar. Unter DOS und Windows Betriebssystemen, da gab es klassischerweise einen Cache-Manager, also einen Page-Cache mit dem Namen Smart Drive. Also der Smart Drive, das war einfach ein Programm, was man gestartet hat und das hat dann diesen Page-Cache realisiert. Und bei den seit 25 Jahren aktuellen Windows-Betriebssystemen, da ist dann also der sogenannte Cache Manager enthalten und der verwaltet den Page Cache automatisch. Also den muss man nicht mehr manuell sozusagen starten. Bei Unix-artigen Betriebssystemen wie Linux, da ist es standardmäßig so, dass der Betriebssystemkern also einen Page Cache bereitstellt und der nutzt auch tatsächlich den ganzen freien Hauptspeicher aus. Das führt je nach Darstellung der Hauptspeicherbelegung manchmal zu komischen Reaktionen. Wenn Sie jetzt also Ihr Betriebssystem mehrere Tage oder Wochen laufen haben, dann werden Sie feststellen, dass der Page Cache natürlich Ihren Hauptspeicher komplett gefüllt hat. Das ist auch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, wenn Sie ihn haben, warum sollten Sie ihn dann nicht auch nutzen? Wenn Sie jetzt mehr Programme starten, also dann Hauptspeicher für Programme benötigt wird, dann reduziert sich natürlich dieser Page Cache automatisch wieder. Es ist also ein Qualitätskriterium, wenn Ihr Hauptspeicher unter Linux
standardmäßig gut gefüllt ist, es würde ja keinen Sinn machen, es dann nicht zu nutzen. Wenn Sie mehr über Ihre Hauptspeicherausnutzung, Auslastung wissen wollen und wenn Sie auch mal gucken wollen, wie sich das mit diesem Page Cache so verhält, dann können Sie das sehr einfach mit dem Kommando Free überprüfen. Ja, dann sehen Sie nämlich, wie viele MB sind für den Page Cache jetzt verwendet im Hauptspeicher. Und wenn Sie jetzt mal große Programme starten und auch wieder beenden, dann können Sie mal gucken, wie sich diese Zahlen verändern. Das ist ganz interessant. Es gibt auch unglaublich viele Dokumentationen und Webseiten, wie man diese Werte interpretiert, und das ist ganz interessant. Ja, so viel zum Thema Dateisysteme. Ein ganz wichtiges Thema der Betriebssysteme, der Speicherverwaltung. Haben Sie Fragen dazu? Erstens, wie kann man bei jetzt modernen NVMe-SSDs, die haben ja meistens einen DRAM-Cache, kann man den quasi genauso verstehen? Der eingebaute Cache? Ja. Da haben Sie gar keinen Einfluss drauf. Aber ja, das ist auch eine Cache-Ebene, die dann halt vom Controller des Speicherlaufwerks selbst verwaltet wird. Und da sind natürlich genau dieselben Funktionsprinzipien und auch Verdrängung, und ja, das funktioniert im Prinzip genauso wie auf Betriebssystemebene. Okay. Und wenn ja eigentlich im Flash-Speicher ein Problem ist, wenn man viele Schreibzugriffe hat, warum ist das bei Hauptspeicher kein Problem? Der wird ja quasi dauernd beschrieben. Ach so, ja. Hauptspeicher ist also dieser DRAM, der ist anders aufgebaut. Also bei DRAM ist es so, ich sage es mal ganz vereinfacht, ja. DRAM funktioniert im Prinzip so wie kleine Kondensatoren. Ja. Die werden also, da muss die Information immer wieder aufgefrischt werden. Sie kennen das ja aus dem richtigen Leben. Wenn der Strom weg ist, dann sind die Informationen im DRAM auch weg, die fließen raus. Genauso wie ein Kondensator, die Energie ja auch nicht halten kann dauerhaft. Ja. Er kann sie puffern, aber nicht halten. Bei dem Flash-Speicher, den man für persistente Datenspeicherung nutzt, also USB-Sticks, SD-Karten, SSD-Laufwerke, die funktionieren anders, also nicht so wie kleine Kondensatoren, sondern das sind Ladungsfallen. Es funktioniert so, Sie haben eine isolieren, also das können Sie sich so vorstellen wie, das ist also anders erklärt. Es ist ein Halbleiter, der im Prinzip funktioniert wie ein Transistor, abgewandelt wie ein Transistor. Sie haben drei Elektroden, und wenn Sie eine sehr hohe Spannung anlegen, dann können Sie ein paar Elektronen in die Ladungsfalle, in den Datenspeicher reintunneln, ja, über einen quantenmechanischen Effekt. Wenn Sie Elektronen drin haben in der Ladungsfalle, dann ändert sich das Verhalten dieses Transistors. Das heißt, dann brauchen Sie eine andere Spannung, damit der durchschaltet, damit der Ladung passieren kann. Das heißt, Sie können also die Zustände unterscheiden. Sind Elektronen in der Ladungsfalle oder nicht? Ja, und so können Sie also unterscheiden, ist es beschrieben oder nicht. Also wenn man es sehr stark vereinfacht und mehr oder weniger falsch darstellt, ist der RAM ein Kondensator und die SSD dann eine Batterie. Ja, das können Sie sich so vorstellen, aber auch eine Batterie verliert ja mit der Zeit ihre Ladung. Und bei dem Flash-Speicher ist es so, wenn Sie ihn löschen wollen, dann müssen Sie eine sehr hohe negative Spannung anlegen, und dann werden diese Elektronen auch wieder über einen quantenmechanischen Effekt rausgetunnelt. Man kann auch ein bisschen böse sagen, rausgeprügelt.
Und bei diesem Raustunneln platzen, können Sie sich so vorstellen, platzen so ein paar Atome aus der isolierenden Schicht, aus der Ladungsfalle ab. Genauso wie beim Reinschreiben. Und das geht halt nicht unendlich oft. Also das geht nur ein paar tausend Mal. Und dann kann die Ladungsfalle die Elektronen nicht mehr dauerhaft halten. Das heißt also, die Flash-Speicherzelle ist kaputtgeschrieben. Okay. Ist ein schönes Thema. Habe ich auch bei einer normalen Betriebssystemvorlesung immer drin, als eigenen Foliensatz. Die Leute haben es ganz gerne, viele haben es ganz gerne. Gehört aber zu dem Teil, den ich halt rausschmeißen musste bei Betriebssystemen und Rechnernetze, weil ich ja aus zwei Modulen da eins machen musste. Wenn Sie es gerne im Detail nachlesen möchten, dann haben Sie zwei Möglichkeiten, also dann haben Sie mehrere Möglichkeiten, aber zwei ganz schnelle Möglichkeiten wären: entweder Sie gucken auf meiner Webseite bei den Betriebssysteme Folien vom letzten Semester, da ist es natürlich drauf, oder Sie laden sich zum Beispiel das Betriebssystembuch von mir über die Bibliothek runter und da ist es auch drin, als eigenes Kapitel. Da ist es nochmal genau erklärt. Ja, dankeschön. Gerne. Gibt es noch eine Frage zu den Dateisystemen? Bevor wir zu einem anderen, auch sehr wichtigen Thema springen. Okay, dann springen wir kurz. Ups. So. Ja, wir haben ja gesehen, oder was heißt, wir haben ja gesehen, ich habe es Ihnen schon mehrfach erzählt, die Betriebssysteme haben als Aufgabe die Bereitstellung mehrerer Kernfunktionalitäten. Also das war ja einmal Speicherverwaltung, einmal Hardwareverwaltung, einmal Benutzerverwaltung und ganz grob gesagt auch die Prozessverwaltung. Das heißt also, Betriebssysteme ermöglichen es uns, Programme zu starten, Software zu starten, Prozesse zu realisieren. Und ein Prozess, das ist ja nicht nur der laufende Maschinencode, sondern das sind ja auch noch einige Informationen dazu, einige Metadaten. Das ist quasi, was das Betriebssystem über den Prozess weiß oder was den Prozess ausmacht. Das schauen wir uns an bei der Prozessverwaltung. Dann ist es auch so, jeder Prozess ist zu jedem Zeitpunkt immer in einem wohldefinierten Zustand. Und am Ende dieses Foliensatzes sollten Sie also ein Gefühl dafür haben, was gibt es für Prozesszustände und wie sieht das Prozesszustandsmodell bei einem modernen Betriebssystem aus. Da werden wir also dann hinarbeiten. Dann schauen wir, wie werden Prozesse erstellt und wie wird man sie auch wieder los in den Betriebssystemen. Dann schauen wir uns noch ein bisschen was Lustiges an, nämlich die Fork-Bomben. Und abschließend dann auch noch die Struktur der Prozesse im Speicher. Das ist eine wohldefinierte Struktur mit wenigen Komponenten. Und abschließend dann noch die Systemaufrufe. Einfach gesagt, ein Systemaufruf ist eine Anfrage eines Prozesses an den Betriebssystemkern, dass der bitte etwas tun soll, was der Prozess selber nicht darf. Und bei der Speicherverwaltung, beim virtuellen Speicher, habe ich Ihnen ja gesagt, die normalen Prozesse, die Prozesse im User Space, im Benutzermodus, die dürfen eigentlich gar nichts, außer auf ihrem virtuellen Speicher arbeiten. Ja, für alles andere müssen Sie den Kern mit Hilfe eines Systemaufrufs bitten. Ja, müssen Sie anfragen. Ja, für diesen Foliensatz gibt es auch wieder ein dediziertes Übungsblatt, natürlich, Übungsblatt 4. Und wenn Sie sich die Inhalte auf dem Übungsblatt gut angucken, dann sind Sie auch super vorbereitet für das Werkstück B, also für die Klausur. Ich hätte doch noch eine Frage zu den Dateisystemen. Benutzen jetzt Smartphones, also Android und Apple, ein stark anderes Dateisystem oder sind die vergleichbar? Also mit denen, die wir kennengelernt haben. Es, es,
Also es gibt auch dedizierte Flash-Speicher, Dateisysteme, so ähnlich wie jetzt dieses EXFAT. Die sind vor allem immer sehr leichtgewichtig. Also die haben immer den Fokus auf Reduktion von Schreibzugriffen. Ich kann es Ihnen bis zum nächsten Mal raussuchen, welches Dateisystem Android standardmäßig nimmt. Aber es gibt ja zum Beispiel dieses Flash-File-System und so. Also es gibt da ein, zwei so dedizierte Dateisysteme und die sind ja vor allem immer sehr leichtgewichtig. Ich suche es Ihnen gerne bis zum nächsten Mal raus oder bis zur Übung. In der Übung können wir auch zusammen gucken. Okay. Gerne. Genau. Prozesse. Sie wissen im Prinzip alle, was ein Prozess ist. Trotzdem ist es manchmal schwierig, es in Worte zu fassen, wenn man gefragt wird. Hier in diesem blauen Kasten habe ich nochmal so ein paar Antworten, wenn Sie jemals bei Wer wird Millionär oder so auf dem Stuhl sitzen und Sie sollen das mal schnell erklären oder so. Sie wissen, ein Prozess ist also eine Instanz eines Programms in Ausführung. Es sind dynamische Objekte, das heißt, sie ändern sich. Es sind immer mehrere Prozesse in Ausführung. Ja, wir haben ja gesehen beim Multitasking, wir haben also quasi parallele Programmausführung oder Prozessausführung. Quasi parallel, weil wir halt in der Regel nicht so viele CPU-Kerne haben, wie wir Prozesse erstellt haben. Das heißt also, die CPU-Kerne müssen also im Wechsel zwischen den Prozessen hin und her geschaltet werden. Was ist jetzt ein Prozess aus Sicht eines Betriebssystems? Ja. Und da kommt man auf den Begriff Kontext. Ja. Also es gibt einmal den Maschinencode, das ausführbare Programm, und es gibt den Prozesskontext. Und diese drei Arten von Kontextinformationen, die das Betriebssystem verwaltet, das ist einmal der Benutzerkontext, den kennen Sie gut. Den haben wir uns nämlich in Foliesatz 2 angeschaut. Wir haben ihn nur nicht so benannt. Das ist einfach der virtuelle Speicher eines Adresses. Also der Adressraum, den der Prozess vom Betriebssystem zugewiesen bekommen hat. Und der dann mit Hilfe der Seitentabellen verwaltet wird. Sie haben ja gesehen, wir haben mehrstufiges Paging, also mehrstufige seitenorientierter virtueller Speicher. Dann haben wir den Hardware-Kontext, das sind ja die relevanten Register in der CPU, also die für den Prozess relevanten Register. Und wir haben den Systemkontext. Und das sind die Verwaltungsinformationen über den Prozess, die das Betriebssystem verwaltet. Und Hardware-Kontext und Systemkontext, das ist nicht viel. Das sind nur wenige Informationen, also wenige Byte. Und diese Informationen speichert oder sichert das Betriebssystem im sogenannten Prozesskontrollblock. Und das ist immer der aktuelle Zustand eines Prozesses im Prinzip. Das heißt also, wenn ein Prozess unterbrochen wird, wenn er pausiert, dann müssen diese Informationen, Hardware-Kontext und Systemkontext, im Prozesskontrollblock aktualisiert, dann müssen die gerettet werden. Und wenn ein Prozess wieder auf die CPU darf, dann werden diese Informationen wiederhergestellt und dann kann der Prozess da weiterlaufen, wo er also unterbrochen wurde das letzte Mal. Ja, hier nochmal ein ganz kurzer Überblick über die wichtigsten Inhalte oder die wichtigsten Informationen, die zu den jeweiligen Kontextgruppen gehören. Also einmal hier der Hardware-Kontext. Sie müssen diese Register nicht alle im Kopf haben, aber es wäre schon, ist schon sinnvoll, wenn Sie die wichtigsten Register einfach mal gehört haben und wenn Sie die so ein bisschen zuordnen können, wenn Sie so ein Gefühl haben, wofür sind die eigentlich gut. Also das sind die wichtigsten Register bezüglich des Prozesses zur Ausführung, ja, zum Zeitpunkt der Ausführung. Und
Jetzt sehen wir hier zum Beispiel den Befehlszähler. Je nach Literatur heißt er auch PC, Program Counter oder IP, Instruction Pointer, das ist das Gleiche. Das ist also immer die Adresse des nächsten auszuführenden Befehls. Dann haben wir hier den Stack Pointer, das wissen Sie, jeder Prozess hat einen Stapelspeicher und zeigt also auf die Adresse des, auf die letzte Adresse des Stapels, also auf die Adresse am Ende des Stacks. Wir haben hier den Base Pointer, damit können wir also eine Adresse innerhalb des Stacks adressieren. Wir haben das Befehlsregister, das Instruction Register, da ist der aktuelle Befehl drin. Wir haben Akkumulatoren, da haben wir also die Operanden drin und die Resultate für die Arithmetic Logic Unit, für die ALU. Und woran Sie sich vielleicht auch noch erinnern aus Foliensatz 2, als wir über das Paging gesprochen haben, Sie erinnern sich ja, die Seitentabellen, die müssen ja auch am Stück im Speicher liegen immer. Und da brauchen wir hier diese Register für Page Table Base Register, Page Table Length Register, um einfach anzugeben, wo fängt die Seite des aktuellen Prozesses an und wie groß ist sie. Ganz kurze Frage dazu. Ja. Ich habe das irgendwie so im Kopf, dass es sozusagen einen großen Stack gibt, nachdem die Prozesse abgearbeitet werden. Ist das dann der Befehlszähler oder wie? Nee. Jeder Prozess hat seinen eigenen Stack und mit dem Stack realisieren sie unter anderem die verschachtelten Funktionsaufrufe. Sie verwechseln das jetzt, glaube ich, mit der Prozesstabelle, wo also die Prozesse also erfasst sind und die Ausführungsreihenfolge der Prozesse wird ja dann auch definiert mit Hilfe des Schedulings. Ich glaube, das ist jetzt das, was Sie okay. gemacht haben. Okay, ja, das kann sein. Aber jeder Prozess hat seinen eigenen Stack. Ansonsten könnten Sie nicht in Funktionen springen und wieder rausspringen und dann vielleicht auch noch verschachtelt. Weil immer, wenn Sie in Funktion springen, dann müssen ja die Aufrufparameter und auch die Rücksprungadresse, das wird dann auf den Stack gelegt. Ja, genau, aber ich dachte halt, das wäre ein geteilter Stack für alle Prozesse. Nee. Okay, alles klar, danke. Gerne. Ja, dann haben wir hier noch den Systemkontext. Also der Systemkontext, wie ich schon vorweggenommen hatte, das sind also die Informationen, die das Betriebssystem über den Prozess weiß oder erfasst, ja, die zusätzlichen Informationen. Einmal ja hier der Eintrag in der Prozesstabelle, aber auch ganz wichtig hier die Prozess-ID. Ja, also eine eindeutige Nummer des Prozesses innerhalb der laufenden Betriebssysteminstanz. Die PID, Prozess-ID. Dann haben wir noch die Parent-Process-ID, also die ID des Elternprozesses. Die ist auch sehr wichtig, weil jeder Prozess hat also einen Elternprozess. Und wenn ein Prozess beenden soll, dann muss er den Rückgabewert, also quasi das, eine Meldung über erfolgreiche oder fehlerhafte Abarbeitung, muss er dann also an den Elternprozess rückliefern. Wir haben eine Zustandsangabe, jeder Prozess ist zu jedem Zeitpunkt in einem Zustand. Wir haben Informationen auch über Kindprozesse, wenn es sie gibt. Wir haben eine Prioritätsangabe, also üblicherweise eine ganzzahlige Nummer, wo also die Priorität definiert. Wir haben Ressourcen-Identifiers, also zugehörige Dateien ist das im Prinzip. Wir haben Quota-Informationen, also wie viele Ressourcen darf ein Prozess konsumieren oder belegen. Laufzeit, seit wann gibt es ihn, wie viele geöffnete Dateien hat er und so weiter. Und wenn wir uns jetzt mal so ein ganz grobes Bild anschauen, dann sehen wir also, das Betriebssystem verwaltet eine Prozesstabelle, das sind also die Prozesse aufgelistet anhand ihrer IDs und mit Hilfe dieser IDs kann dann also auf die Prozesskontrollblöcke zugegriffen werden. Und für jeden Prozess gibt es also diesen Prozesskontrollblock
verwaltet durch das Betriebssystem. Und da haben wir also den Hardware-Kontext drin, wenn ein Prozess unterbrochen ist, ja, und den System-Kontext. Und damit kann also der Prozess jederzeit wieder hergestellt werden auf der CPU und weiterlaufen. Ja, und hier sehen wir auch mal, was das alles mit sich bringt. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, also wir haben Multitasking, also wir haben viele Prozesse erstellt und wir haben aber bei weitem nicht so viele CPU-Kerne üblicherweise. Und die Prozesse werden also im raschen Wechsel hin und her geschaltet. Was bedeutet das? Ja? Wie viel Verwaltungsaufwand bringt es mit sich? Schauen wir mal hier. Wir haben also einen Prozess X und der ist also im Zustand rechnend. Und jetzt kommt es aber zu einer Unterbrechung durch das Betriebssystem. Also zum Beispiel durch einen Interrupt, also eine Unterbrechung von außen. Zum Beispiel durch eine Benutzerinteraktion oder ein Peripheriegerät, eine Hardware hat also einen Interrupt geschickt, eine Unterbrechungsanforderung an die CPU. Oder es kam zu einem Systemaufruf. Auf jeden Fall wird der Prozess jetzt unterbrochen. Das heißt, er wechselt vom Zustand rechnend in den Zustand bereit. Und das bedeutet, der Zustand des Prozesses, also die relevanten Informationen in den Registern, der Hardware-Kontext und der aktuelle Zustand des Systemkontextes müssen im Prozesskontrollblock abgelegt werden, müssen dort gespeichert werden. Hier, Zustand in Prozesskontrollblock X speichern. Und der nächste Prozess, der jetzt gestartet werden soll, der also hier im Zustand bereit war, Prozess Y, dessen Zustand wird aus dem Prozesskontrollblock, aus seinem Prozesskontrollblock, wieder eingelesen, wieder hergestellt. Also die Informationen werden in den Registern wieder, werden da wieder reingeschrieben und der Prozess kann jetzt also weiterlaufen, ist dann also im Zustand rechnend, Prozess Y. Und wenn es jetzt wieder zu einem Interrupt kommt oder zu einem Systemaufruf, dann wird auch sein Zustand wieder im Prozesskontrollblock gerettet. Und der nächste Prozess wird dann wieder hergestellt. Man sieht es auf den ersten Blick, das ist ziemlich viel Aufwand. Und das ist sozusagen der Preis des Multitaskings. Ja? Also diese Prozesswechsel und der Verwaltungsaufwand, der Overhead, den das also mit sich bringt. Wir sehen auf den ersten Blick auch hier, es gibt jetzt also hier mehrere Zustände, Prozesszustände, also schon mal mindestens zwei, ja, bereit und rechnend. Und es gibt allerdings noch deutlich mehr. Das ist jetzt also so eine einfache Darstellung. Einfache Frage auch, lohnt es sich? Ja, ist es gut, dass wir diese Prozesswechsel machen, trotz des offensichtlichen Verwaltungsaufwands? Ja, es ist gut. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir sehen ja jetzt hier, die Prozesse wechseln nur zwischen rechnend und bereit. In Wirklichkeit ist nicht jeder Prozess immer im Zustand rechnend oder bereit. Also es gibt auch Prozesse, die können einfach gar nicht rechnen, weil sie auf irgendwas warten müssen. Ja. Die sind dann blockiert. Und das ist auch jetzt nur ein weiterer Zustand. Also es gibt noch deutlich mehr. Gut, also wir haben jetzt gesagt, jeder Prozess ist zu jedem Zeitpunkt in einem Zustand. Wie viele sollte es denn mindestens geben? Also wie viele brauchen wir mindestens? Und das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Ja, natürlich die zwei, über die wir schon gesprochen haben. Also prinzipiell würde das reichen. Wir haben rechnend und wir haben nicht rechnend, idle. Ja, also wenn ein Prozess erstellt wird, dann ist er nicht rechnend, dann ist er idle und dann wartet er also auf die Zuteilung eines CPU-Kerns und wenn ihm ein CPU-Kern zugeteilt wird, dann kann er rechnen bis zu einer Unterbrechung
oder weil die Zeitscheibe zu Ende ist. Ja, also bis zum Entzug des CPU-Kerns oder bis zu seiner Terminierung. Das wäre natürlich dann das Beste. Das ist die einfachstmögliche Form eines Prozessmodells. In der Realität ist es natürlich viel komplexer. Warum zeige ich jetzt nicht einfach, wie es in der Realität aussieht und dann brennt es sich hoffentlich so kurz in ihre Netzhaut und wir wissen ja aber alle, dann hätten sie es nach 5 Minuten wahrscheinlich wieder verdrängt. In den letzten Jahren bin ich dazu übergegangen, das Prozessmodell Stück für Stück aufzubauen und zu erklären, warum man also diese einzelnen Prozesszustände braucht. Und dann kommt man automatisch auf das Prozessmodell im richtigen Leben. Nach meiner Erfahrung bleibt es dann eher hängen, weil es dann Sinn macht. Schauen wir mal, ob es bei Ihnen auch so ist. Gut, also wenn wir jetzt so ein Zwei-Zustands-Prozessmodell haben möchten, wie könnten wir sowas implementieren? Relativ einfach, also wir bräuchten jetzt also eine Warteschlange, die Prozesse, wenn sie erstellt werden, dann werden sie in diese Warteschlange aufgenommen, also die Prozess-ID, und diese Warteschlange wird halt je nach Wartezeit oder Priorität sortiert mit Hilfe eines Scheduling-Algorithmus. Und irgendwann bekommt dann hoffentlich jeder Prozess auch mal den CPU-Kern zugewiesen und kann dann entweder laufen bis zur Terminierung oder bekommt ihn dann halt wieder entzogen. Diese Prioritätswerte übrigens unter Unix sind die standardmäßig, gibt es da 40 Stück und aus Gründen, die schwer erklärbar sind, gibt es also diese Werte von minus 20 bis plus 19 und Standardpriorität ist 0. Und als normale Benutzer können Sie also auch Werte zwischen 0 und 19 vergeben. Das sind allerdings die niederwertigen Prioritätswerte. Also die negativen Prioritätswerte, das sind die höheren. Also je niedriger eine Zahl ist, desto höher die Priorität. Und alles kleiner als 0 können Sie nur als Systemadministrator vergeben. Ja, was wir jetzt hier auch sehen, ohne es vielleicht gleich zu merken, sind zwei Kernfunktionalitäten der Betriebssysteme. Einmal der Dispatcher und einmal der Scheduler. Ja. Der Dispatcher ist eine Komponente des Betriebssystemkerns, also eine Funktion. Und diese Komponente ist für die Übertragung der Zustände, der Prozesszustände zuständig. Ja. Also der macht einfach diese Listenoperation, wenn es jetzt mehrere Zustände gibt, beziehungsweise stellt Prozesszustände auf der CPU wieder her und sichert auch diese Prozesszustände wieder im Prozesskontrollblock. Und dann haben wir noch als weitere Komponente den Scheduler, der also den Scheduling-Algorithmus oder das Scheduling-Verfahren implementiert und dann also diese automatische Erstellung der Ablaufreihenfolge vornimmt. Scheduling-Algorithmen werden wir uns auch noch intensiv anschauen in Foliensatz 5. Ja, wir sehen, es ist uns ja eigentlich klar, dieses Zwei-Zustands-Prozessmodell ist zu einfach. Also das bildet die Realität nicht, es kann die Realität nicht abbilden, weil es ja davon ausgeht, dass jeder Prozess immer im Zustand bereit ist, dass er also jederzeit rechnen könnte, wenn er die CPU hätte. Und ich habe es ja schon vorweggenommen, das ist leider total unrealistisch. Also Prozesse müssen einfach auch sehr häufig warten. Klassiker ist hier, müssen auf den Benutzer warten. Sie kennen das. Kommt so ein Fenster, steht Press Any Key. Ja, und wenn er halt nicht drückt, dann muss der Prozess halt warten. Ja. Oder Zwischenergebnisse oder Ergebnisse von anderen Prozessen. Eine Ausgabe von Peripheriegeräten oder ein Ausgabegeräten, da müssen die Prozesse halt warten. Das heißt, wir brauchen schon mal mindestens einen weiteren Zustand. Das heißt, wir unterteilen jetzt den Zustand nicht rechnen, nicht, also idle, unterteilen wir in zwei
Zustände, nämlich bereit, könnte rechnen, ja, idle, und blockiert, könnte nicht rechnen. Das heißt, wir kommen jetzt schon mal zum Drei-Zustands-Prozessmodell und damit will ich es dann heute auch abschließen. 10 Uhr. Nächste Woche machen wir an der Stelle weiter. Ist jetzt sinnvoll, dann hier die Unterbrechung zu machen. Und ja, dann schauen wir uns die Prozessverwaltung nächste Woche weiter an. Haben Sie Fragen an der Stelle? Zu den Dateisystemen noch was? Oder bis zum Grundsätzlichen der Prozessverwaltung jetzt hier nochmal? Ich hätte was Organisatorisches. Ja. Und zwar, finden die Übungen am Freitag statt oder ist dann Brückentag? Ja, die finden, also ich werde da sein und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie, okay, und nutzen Sie das für Ihre Fragen. Sie müssen alles klar, nicht gut, die Zeit absitzen. Also wenn Sie dann halt keine Fragen bis Freitag haben, dann sehen wir uns erst nächste Woche wieder, aber ich werde da sein. Okay, gut, danke. Okay, offensichtlich keine weiteren Fragen. Danke, dass Sie heute da waren. Und dann bis Freitag oder bis nächste Woche, je nachdem, wie Sie es möchten. Gut. Bis Freitag. Tschüss. 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 Tschüss.